Pamela Pabst ist Deutschlands erste von Geburt an blinde Strafverteidigerin. Sie arbeitet in ihrem Traumberuf und hat bis hierher einen langen Weg beschritten. Über die lange Reise vom boxenden Frühchen zur erfolgreichen selbstständigen Anwältin hat sie ein Buch geschrieben. Zusammen mit der Autorin Shirley Michaela Seul entstand das Buch »Ich sehe das, was ihr nicht seht. Eine blinde Strafverteidigerin geht ihren Weg«. Auf 203 Seiten lädt Frau Pabst den Leser in ihre Welt ein. Eine Welt, die so ganz anders ist, aber keineswegs farblos. Jedes der 22 Kapitel umschreibt eine Station im Leben der 1978 geborenen Anwältin. Positiv und immer mit einer Prise Humor beschreibt sie manch skurrile Situation. Ihre Eltern haben ihr von Anfang an beigebracht, dass ihre Blindheit kein Makel ist, sondern dass sie einfach nur anders ist. Mit diesem Wissen wuchs das fröhliche, wissbegierige Mädchen auf, derart fasziniert vom Wort Mandant und einem großen Traum, Jura studieren. Trotz widriger Umstände auf dem Gymnasium legte sie das Abitur ab. Das anschließende Jurastudium war eine Herausforderung, aber auch diese packte Frau Pabst beherzt an. Ihren Traum zu erfüllen bedeutete für sie zwar mehr Zeit- und Kraftaufwand, aber mit viel Biss, einer gehörigen Portion Hartnäckigkeit und immer ihr Ziel verfolgend, legte sie schließlich das erste und zweite Staatsexamen ab. Welche Hürden das Studium bereithielt, wie schwierig es teilweise war, Fachliteratur blindengerecht zu gestalten und wie intensiv Staatsexamen sein können, all das beschreibt sie mit viel Witz. Sie nimmt den Leser mit in ihre Welt, in ihren Berufsalltag und die kleinen Tücken des Alltags. Ein lesenswertes Buch, aus dem jeder Leser eine Portion Mut mitnehmen kann. Mut, sein Ziel zu verfolgen, egal welche Hürden auf dem Weg lauern, wie schwer manch eine Situation sein kann und auch, wenn die Einsamkeit einen zu erdrücken vermag. Für so manchen Jurastudenten, der in stillen Minuten an sich zweifelt, können die Zeilen dieser Autorin mehr als aufbauend wirken.